Das Dollar, $5.000. Pund. Ich habe Interstellar nie geguckt. Wo ist der andere Dulli? Oh, der wird heute bestimmt nicht kommen. Warte, Moment, ich schwärze gleich, Mathe. Ich rede ja gar nicht mit dir. Oh mein Gott, Jurassic Park Auto, das wäre cool. Wie stell dir das vor, Jurassic Park Auto? Ich habe nicht so viele Filme von dem angesehen. Also so ein kleines Safari Auto. Sieht voll süß aus. Oh mein Gott, du kommst dir dann immer vor, als würdest du von einem T-Rex wegfahren. Hast du Jurassic Park nicht geguckt? Wenn ich anhöre. Ja, dann gucken, müssen wir das mal gucken, mein Freund. Wann fangen wir diese One-Piece-Dinger da an? Weil ich glaube, da brauchen wir länger als geplant, ne? Ja, Baby. Da musst du richtig... Ich weiß nicht, wie du die Zeit dafür hast, aber... Bist du dir alle Freunde an, wenn du siehst? Das ist viel. Ich kann mir den ganzen Tag auf der Arbeit 8 Stunden lang Folgen reinziehen. Sag mir nur, wo ich mir sie reinziehen kann. Das Einzige, was ich angefangen habe, war Naruto. Und ich muss sagen, das hat mich übelst gelangweilt. Und irgendwas auf Netflix von Titanen. Nicht Attack on Titans. Aber auch was von Titanen, wo Menschen gegen Titanen kämpfen in einer Arena. Menschen auf der Titanic? Nee, die gegen Titanen kämpfen. Titanen, Bibi. Ah, da kommt der Titan, ja. Aber nicht Attack on Titans, nicht das mit diesem kleinen Kerl da. Als ich so sie rausschaut. Also Naruto war scheiße, tut mir leid, das hat mich echt gelangweilt. Naruto. Naja, die alten. Es gibt ja 3 Teile davon. Naruto normal, dann gibt es Naruto Shippuden und danach kommt Ding. Ist das süß? Pompoko? Das sieht süß aus. Pompoko, das sieht aus mit Tieren. Ich hab, also, Alessandra hat auch immer diesen einen Film da geguckt. Reise ins Zauberland. Wie heißt die? Shihiro? Keine Ahnung. Und die andere Serie von One Piece, die jetzt da gemacht wurde, ist sie nicht gut? Auf Netflix? Nee, die gefällt mir. Gefällt mir nicht so. Sollte so wie die Serie sein von Cartoon, aber das kannst du nicht vergleichen. Okay. Ich glaube, ich habe meine Rolex repariert jetzt. Okay. Also mir wurde auch noch gesagt, ich soll Bleach gucken. Bleach. Ja, ich hatte jemanden bei mir arbeiten, der war so Anime versessen. Der hat mir alles erklärt und ich dachte einfach nur so, bitte schubst mich die Treppe runter.
Der war so, ja, Naruto und Boruto ist sein Sohn und dann hier und da und sie gehen hier und da und cool. Du machst beim Ding nichts Falsches bei One Piece, nix. Aber es ist nicht langweilig wie Naruto, weil Naruto war so langweilig. Schon die erste Folge hat mich genervt. Die Geschichte fängt erst dann an, da musst du ja ein bisschen die Geschichte wissen, oder? Wie das angefangen hat. Um was geht es denn dabei? Gib mir ein großes... Es geht um den One Piece, um den Schatz. Komm, bei Dragon Ball habe ich auch eine Zusammenfassung bekommen. Geht drum, die Bälle zu sammeln, weil die dir einen Wunsch erfüllen. Wow. Nein, mit Dragon Ball nicht. Bei One Piece um den größten Schatz. Da war mal ein Piratenkaiser, der hieß bei Gold Roger. Und er wurde halt gefangen und ja, er hat ja gesagt, wenn ihr meinen Schatz haben wollt, dann geht's ihn suchen. Und dann haben sich halt die Piraten halt auf den Weg gemacht, ja? Und keiner weiß, Piraten, was halt das One Piece ist, ja? Das sind Piraten. Ja, ja. Okay, und die wissen, und die bis heute wissen wir nicht, was das One Piece ist. Wir wissen es nicht, was das One Piece ist. Das ist, soll ein Schatz sein, aber ich weiß es selbst nicht, was es ist. Am Ende stellt sich raus, es ist nur eine Legende und es existiert gar nicht. Weiß man nicht. Wie das viele Folgen hart. Sind das bitte? Von One Piece gibt es. Ich glaube 1090, 99. Aber die Serie ist noch nicht fertig. Jeden Sonntag kommt eine neue Folge dazu. Wegen eines Dingens, wo du gar nicht weißt, was sie suchen. Nach dem One Piece, nach dem Schatz. Das ist ja das Spannende. Ja, ich weiß gar nicht, was dieser Schatz ist. Guck dir einfach die erste Folge an. Und dann verstehst du das. Und wo kann ich das gucken? Du musst mir schon eine Seite geben, weil ich guck, ich mache mir nicht die Mühe, das zu suchen. Ja, gucke ich, aber mit Untertiteln halt. Boah, auf was für eine Sprache? Japanisch, Chinesisch? Japanisch, aber nicht während ich arbeite, da muss ich schon auf Deutsch laufen. Meine Schwester hat die One Piece heute noch auf Deutsch. Aber da kommen so viele Werbungen. Wie kann es sein, dass One Piece auf Netflix nur die Realverfilmung hat? Das ist ein bisschen gut. Oh, guck dir das an, wie viel Horror-Doku ich wieder gucken kann. Oh, das ist mir ganz schön. Da gucke ich immer jeden Sonntag die neueste Folge an. Da gibt's noch den Manga zum Lesen. Zum Lesen wird Manga. Und da gibt's noch 6000 Nebengeschichten. Warte, ich hab jetzt mal was angefragt. One Piece auf Deutsch. Aber die sind noch nicht alle. Deutsch. Meine Schwester hat sie mir geschickt gerade eben. Wir haben einen Deal, deswegen musst du dir Stranger Things ansehen. Da. Da musst du dich durchkämpfen, ne? Hier, viel Spaß. Das ist doch Deutsch. Hier kommt Ruffy, der künftige König der Piraten. Die erste Folge. Oh mein Gott, lieber Gott. Schick irgendwas, um mich umzubringen. An die Wand 2-1. Wie lange dauert das? Eine Folge dauert 20 Minuten.
nichts. Der ist genauso wie ich, der ist genauso wie ich, 1:1 dieser. Er setzt sich für seine Freunde ein. Der musst du selbst herausfinden. Der wenn hat immer willst, Hunger. Wenn du willst, dass ich den Quatsch gucke, dann hältst du jetzt die Backe. Läuft bei dir? Ich kann den nicht. Ich bin dabei, es jetzt zu gucken, die erste Folge. Willst du mitgucken, oder was? Wir sehen mal, ob es die erste Folge ist, ja, mich schon interessiert. Die heißt, wie du gesagt hast, dieses Raffi-Gedöns da. Hier kommt Raffi, der künftige König der Piraten. Ja, ja, okay. Über welchen Schloss du da nicht kommen? Ich folge dem auch jetzt, ich fasse mal auf, dass die erste Folge an. Schaust du dir eigentlich auch den Intro an? Von One Piece? Läuft gerade. Da ist er noch klein, dann wächst er und danach geht's richtig ab. Ich bin bei 1 Minute 40, also. Chill mal. Ja, ein Rauchen. Bin gleich wieder da. Ja. Ich mag den nicht unbedingt. Darüber hinweg. In welcher Minute bist du? In Position gehen 2-1. Ich sehe schon, du wirst sehr kompliziert werden.
So, bin wieder da. Baby. Hi, Chaos Queen. Und jetzt hoch. An alle Teams, Alpha ist in Position. Statusbericht. Bravo ist über der LZ. Charlie steht bereit. Nachtsicht an, IR-Signal an. Seid leise. Bravo ist auf dem Weg. Bestätigt. In Position. Ausschalten. Bravo kommt rein. An alle Teams. Bravo an Deck. Rücken vor. Alpha an Charlie, bereit? Bestätige. An alle Teams, grünes Licht für Phase 2. Bestätigt. Okay. Tür ist verschlossen. Roger, bin dran. Sicher. Gehen die Treppe runter, Südseite. Alle Schützen. Feind startet einen Kampfhubschrauber. Alles klar, sind gewarnt. Nachtsicht aus. Bewegung auf dem Hof. Sieht aus wie ein Gefangenentransport. Nicht unser Mann. Mir nach. Wir warten, bis Charlie das Feuer eröffnet und stürmt dann zu Luke auf dem Hof, um nach drinnen zu gelangen. Hier warten. An alle Teams. Alpha ist in Position. Bestätigt. Bravo bereit. Ladung scharf. Charlie ist bereit. Lunte zünden. Bereit halten. 3, 2, 1, los geht's. Sicher. 2-1. An der Luke sammeln für Einstieg. Warten auf dich bei der Luke, 2-1. Einnehmen Anmarsch. Unter die Erde. Wir nach. Bewegung. Bravo. Alpha ist in den Tunnel. Wie ist euer Status? Sind beim Kontrollraum. Warten auf euch. Okay. Beim Luftschacht. Bereithalten. An alle Teams, lassen wir es krachen. Bravo, Stecker ziehen. Roger, Blackout in 3, 2, 1, ausführen. An alle Teams, Bravo hat die Schlüssel. Bestätigt. Nur auf die Wachen schießen. Insassen als Deckung nutzen, sobald der Aufstand losgeht. Verstanden. Nur warten. Sicher. Mehr in den Zellenblöcken links. Ausräuchern. Stopp. Oben bleiben. Schalte diese Taschenlampen aus. Verstanden. Erste Block 1 bis 4. Sicher. Überprüf den nächsten Zellenblock. Ich probiere mental dabei zu bleiben. Wachsam bleiben. Hm? Die Wachen wissen, wo wir sind. Bravo. Zellenblöcke auf Ebene 2. Verstanden. Mache auf.
Digga, gib mir auf die Nerven einfach nur, Digga. Digga, gib mir auf die Nerven. Wenn. Wo sind wir? So hieß der was. Locke sichert, auf dem Weg nach unten. Geschoss X4 vor. Hier lang, Fallen. Dranbleiben. Kontakt. Sicher. Alpha ist im Untergeschoss. Holen wir unseren Mann. Ladung bereit machen. Ladung bereit. Alpha beim Ziel. Bereit halten. Fackeln! Treten Sie ins Licht. Сколько ж времени прошло, Ваня? Alle Stationen bestätige 627. Verstanden. Öffne 627. Dein Plan war perfekt. Pläne. Das Cam. Ja? Das lass. Ich sehe mir gerade One Piece die erste Folge an. Ah, Nostalgie pur. Mit Salva. Ich muss jetzt einfach lachen. Es ist mir eine große Ehre. Kommandant Makarov. Ja, ich folge schon der Wiese. 22 Tage und 4 Stunden. Bruder. Der ist voll schon, was viel mehr in die Luft mit dem Leben gehen. Ich auch. Was du von hat ich alles für die Salva mal. Das ist erst die Spitze des Eisbergs. An alle Stationen, hier ist euer Kommandant Wladimir Makarov, Rufzeichen Zar 9-0 und ich übernehme weiter mit Phase 3. Folgt mir. Filtration noch nach Plan? Sag Torschnur, Kommandant. Wir nehmen den Aufzug nach oben und spazieren durch die Vordertür. Charlie erwartet uns hinter der Brücke. Хорошо. Einfach ist am besten. Bis es das nicht mehr ist. Kontakt! Los! Ausrüsten und dann los. Schnell, 2-1. Schnapp dir, was du brauchst. Alpha 2-1 an Charlie, Ziel sicher. Rücken zur Exfiltration vor. Bereithalten. Roger, in Bereitschaft. Alpha 1, wir sind im Aufzug. Ziel ist sicher.
Habe verstanden. Die Wachen setzen Bravo oben zu. Wir müssen noch warten. Gleich treffen Gefangene ein. Das lenkt die Wachen ab. Das ist die Chance. Warten ist riskant. André, wer hat Macht hier im Gulag? Die Wachen oder Insassen? Was meinst du, Bratok? Keiner. Ja, André, wirklich gut. Macht gehört denen, die sie nehmen. Молодец, воин. Покажите это своими действиями. Hi. Wie bekommen die 5000 Punkte dahin? Ja, ich hab's gesehen, ich war vorhin kurz bei dir im Stream. Und du warst irgendwie anscheinend hier. Macht so irgendwie Spaß. So, ja, da war ich wohl gerade da. Hast du morgen frei? Also MB3 spielst du nicht. Das heißt, es gibt eine kurze Nacht. Ne? Mein Schloss ist verliebt in den. Ich wollte gerade sagen, er sieht nicht schlecht aus, bestimmt. Und was sagst du zu der ersten Folge? Ja. Folge 2. Bitte, sagt man. Wie bitte? Man sagt bitte. Ja, aber guck mal, weil ich die aufmache, gehen so viele Pornos. Ja, das ist normal, weil die Deutsch gibt's nicht mehr. Die Deutsch gibt's hier nicht mehr. Deshalb wollte ich sie mir eigentlich auf Blu-ray kaufen. Auf Box. Ich weiß es nicht. Aber ich will wissen, wie die 50.000 Punkte bekommen. Schießen die einfach so wild drauf los. So. Ohne zu gucken, aber dann schieße ich ja irgendwo. Wenn ich so schnell spiele. Ja, 5000 Punkte. In der Minute. Ich komme ja. Wenn ich ziele. 1000.
Maximum Staus, den ich schaffe. Aber... Es läuft so oft die Musik, meinem Ding. Ja, so schnell es geht, aber es geht ja gar nicht. One Piece. Ich muss ja trotzdem ein bisschen ziehen. Aber diese Füße trifft die mit jetzt auch nicht. Wir gehen jetzt zum Zorro da retten, oder wie? Beppo? Ja? Du folgst schon in den Chat, oder? Dämon hat gerade eben reingeschrieben bei dir. Ja, ich weiß, ich bin in ihrem Chat gerade. Das ist sicher der Kevin, der mir gerade in meinen Chat geschrieben hat. Oder? Er lacht doof. Ja, ich wusste es. Er lacht doof. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt am Laptop so gucke, dreht sich der ganze Bildschirm gerade. Oh. Bewegt sich nicht, aber trotzdem. 5000. Schüsse raus, Schüsse raus, Rakete. Treffer. Haben wir schon Glück gehabt, damit die trotzdem treffen. Das ist unser Ausgang. Die 50er waren vorne gerade ein bisschen Glück. Ein paar Minuten. Ich werde noch geklappt, so noch einen. Yo, Kevin, du amüsierst dich rum. An Basse Fero kommt bei Rennmann. Und mein Kopf dreht sich jetzt in Aufgleich. Braucht jemand noch was? Oh.
Ich liebe solche Momente, jetzt geht's richtig ab. Ich mag den Typen nicht. Welchen Typen magst du nicht? Ich hab keinen Plan, wer das ist, Beppo. Der mit der Ochs? Ha, der, so, der Sohn von Halmeppo. Ja, der Halmeppo. Gehst du nicht im Kind? Da passiert jetzt nichts, bitte sag mir das. Alle einreiten in den Tunnel. Alles klar, gehen wir. Charlie, wir sind gleich bei dir. Boah, die Hose schon. Ah, ist schon zwar immer die Story gerne von Call of Duty. Ah, da ist Captain Price. Bob, wo ist die voller One Piece dran? Tut mir leid. Ne, ich schwör's mit dem Kevin. Ah, mein Gehirn kann nur eine Sache machen. Ich konzentriere mein ganzes Gehirn auf ihren One Piece jetzt. Abbruch! Wir kehren um! Dreh den Vogel um! Shadow 2, hier ist Kilo. Sind am Hafen. Ich melde mich, wenn die Fracht in meinem Besitz ist. Verstanden, Kilo. Wie sieht es aus? Soweit. Das verändert alles. Hoffentlich brauchen wir sie nie. Den Perimeter sichern. Bleib am Funk. Sicher doch. Die ist immer mega kurz, sorry. عملت كل شي طلبتيه حويتك مأمنة والمرسق فاضي ما في حدا غيرنا أول مينة؟ مسكر من مبارح من ايه؟ يو ديفينيتيف فرح أنا ما خصني بس قوليلي هالهاوية أكيد كتير مهمة
أكيد. بعد كل هالسنين صارت أوزخستان سالمة. إحنا عم نعيش حياتنا. ترجاك عملي كل شي بجهدك. نضل هيك. إحنا كلنا معك. إيه أكيد. حويتك موجودة. ديرا! Oh mein Gott. Hier Echo 3-1, Truppenkontakt. Kilos Fahrzeug zerstört. Wiederhole, Truppen ungeschützt. Werden aus mehreren Richtungen beschossen. Verstanden, bleibt wo ihr seid. Shadow 1 an Kilo, bitte komm. Dina ist tot. Das ist Conny. Die sind überall, Commander. Die Raketen. Sie wollen die Raketen. Wir dürfen das nicht zulassen, Pfarrer. Ich brauche Waffen. Such Container mit dem Shadow-Logo. Darin findest du alles, um Conny zu bekämpfen. Ihr habt mehr als nur Raketen geliefert. Viel mehr. Zu deinem Glück. Was war? Könntest du? Nee, das ist so ein Zimmer. Mei, hast du da stand? Das ist nur das, oder? Ja, bin schlecht. Merci. Ich bin am Container. Bestätigt. Die Ausrüstung gibt dir einen Vorteil, aber da ist noch eine Conny-Armee zwischen dir und den Raketen. Ich lasse nicht zu, dass Conny diese Raketen stiehlt, um keinen Preis. Wir brauchen einen Notfallplan. Commander, auf meinem Schiff sind GPS-Sender. Bringt ihr alle Raketen und dann verlieren wir sie. Ich muss noch die Container finden. Dina würde wissen, wo sie sind. Die Frachtlisten sollten im Büro der Hafenmeisterei sein. Der Turm. Bestätigt. Verstanden. Darf nicht mit den Raketen verschwinden. Finde die Frachtliste und die Senderfahrer. In der Werkstatt! Passt bloß auf, die alarmieren den ganzen Hafen! Den hast du, Kilo!
frei gesichtet. Die Raketen dürfen nicht verschwinden. Wir brauchen die Frachtliste und die Sender. Jesus Christ. Nähere mich dem Turm. Wir brauchen die GPS-Sender vom Boot und die Frachtliste aus dem Turm, Kilo. Sie sind hinter dir her. Lass dich nicht sehen. Sind Marschflugkörper üblicherweise nötig? Sag du es mir. Tu mal reicht. Durchsuch Dinas Büro im zweiten Stock. Die Frachtliste sollte dort sein. Stock, sieh danach. Zweiter Stock, suche nach der Liste im Büro. Fang mit dem Schreibtisch an. Das sollte die Liste sein. Wenn du die Raketen verlierst, wer kann sie für dich verfolgen? Ich habe Kontakte, die mir helfen können. Kannst du ihnen trauen, Fahrer? Das ist eine geheime Lieferung. Ohne Zweifel. Verstanden. Bleib außer Sicht. Conny ist auf der Jagd. Keine Spur von Überlebenden, nur Blutvergießen. Das waren Unschuldige. Die Raketen sollten das verhindern und nicht herbeiführen. So ist das Geschäft manchmal. Such auf dem Schreibtisch, die Liste könnte dort sein. Die Frachtliste ist hier. Ausgezeichnet. Die GPS-Sender sind auf dem Schiff. Hol sie dir. Hoffentlich fährt sich das Ding gut.
schießt an Bord des Schiffs. Und was sagst du bis jetzt? Ich guck es noch. Ich hab keinen Bock, eine weitere Pornoseite zu bekommen, Mann. Weh. Gib mir irgendwo eine Seite, wo ich wetten kann, aber nicht eine Pornoseite. Ex-Hamster. Das sind immer diese Webcam-Girls. Also. In der Nähe der Brücke und Sender. Sie auf dem Tisch nach, da könnte sie sein. Gibt's was fürs Auge? Guck ihn dir an, Beppo, wie glücklich er ist. Warte, ich muss mal. Ja, das sieht, das sind doch geil. Guck, wie glücklich er ist. Das ist auch ein geiles Intro. Aber keiner weiß, was das One Piece ist. Man weiß es nicht. Die wissen das selbst noch nicht. Wobei, man kann jetzt schon eine grobe Vermutung haben. Du bist ja auf dem aktuellen Stand, oder nicht? Wie auf der aktuellen Stand. Ich höre das Intro. GPS-Sender in meiner Hand. Grace, ich schicke dir die Daten von der Frachtliste. Hab sie. Gleich. Ey, du siehst es aber auch geil. Okay. Zeit, die Sender an den Raketen anzubringen. Überprüf die Kräne. Vielleicht laden die gerade einen der anderen Container. Ich schaue oben und unten nach und finde beide. Es gibt Momente, da wo du dann weinen musst, ey. Das ist hart. Das tut weh. Ich kümmere mich um sie. Halt die Stellung, Alex. Ich brauche dich am Leben. Kilo an Shadow. Conny hat einen unserer Container gefunden und nimmt ihn mit. Verdammt! Diese Rakete haben wir verloren. Nur noch zwei übrig. Wenn sie die Raketen alle zum selben Ort bringen, kann ich sie noch orten. Ja, wenn, Kilo. Ja, hoffentlich. Conny, komm zu dir, Fahrer! Der Prinz hat sein Essen bekommen. Hallo Ruhe, ich hab sie darum gebeten, ich hab sie selber reingemacht. Natürlich, mein Prinz. Ne? Guter Angriff, Fahrer.
Mal drei fette Messschwerter da liegen. Hoffe, ist nicht der Klügste. Na, ich merk schon. Geht ein bisschen naiv durchs Leben, der gute Junge. Sie durchsuchen das Gebiet, sehr leise. Kobe ist so cool. Container markiert. Feindliche Verstärkung kommt. Der zweite ist noch nicht markiert. Los jetzt. Gefunden. Stationen, letzter Sender aktiv. Conny haut mit beiden Raketen ab. Bestätigt. Du hast erreicht, was wir mussten, Fahrer. Das Übrige wird voll. Echo, alles gehört? Laut und deutlich, Fahrer. Conny bricht auf. Hobi könnte sich verteidigen, aber der macht einfach. Es ist noch nicht vorbei. So ein Waschlappen. Echo und Kilo, bist du okay? Alles okay. Komm her. Roger. Unterwegs zu dir. Sabine, Adina. Rachelion, jed Fautumen. Wodek. Commander? Unsere Raketen dienten der Abschreckung.
Frieden durch Stärke. Krieg findet immer einen Weg zurück hierher. Er war nie weg. Russland will dieses Land. Sie kriegen es nicht. Und jetzt? Verfolge ich die Container. Mich stört es dermaßen, dass er dieses Schwert ständig im Mund hat. Kümmer dich um die Toten und alle. Er kämpft aber mit 3 Schwertern. Ja, okay, aber das ist so unrealistisch einfach. Sie wollen sich ja auch mitmischen. Stimmt. Ich muss dringend jemanden kontaktieren. Милена. С возвращением, Владимир. Ты создала для нас армию? Дело выгодное и правое. Камераден, wir sind wieder vereint. Euer Einsatz. Die Geschichte von Ruffy, die ist verdammt traurig, Alter. Boah. In der Kasani. Ivan. Spoilerst du mich jetzt echt, damit ich aufhöre, es zu gucken? Nein, ich spoiler nicht, aber. Und da musst du ganz genau aufpassen. Hör ja, auf zu labern. Kommandier, ich habe das richtige Решение. Ich hab die Cam an, ich sehe dein Gesichtchen, ne? Das weißt du. Verdreh die Augen nicht. Alles cool. Andrei. Ты доказал свою преданность. Теперь ты. Моя правая рука. Спасибо, командир. Meine Mitstreiter. Ich war nicht hier, aber ich war alle Zeit bei euch. Hey, Captain. Der Feind hat neue Macht an sich gerissen. Wer ist sie überhaupt? Stahl wieder die Kontrolle in Ursikstan. Die Zeit wird sie noch irgendwann mal vorgestellt? Werden ihnen die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht es um Wahrnehmungen. Eine Lüge fliegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Kontrolliere, was Menschen glauben, und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie für russische Ehre, für Russland. Das wahre Russland! Der Westen liebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Fronten. Conny griff den Ursikstan-Hafen vor Sonnenaufgang an. Fahrer war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlitt Verluste, fügte Conny selbst Schaden zu. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir es raus. Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laswar. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Ursikstan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist dann dort? Ihr 4, sobald ihr könnt. Roger. Ghost und ich sehen uns um. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Eine Minute! Was löst sich? Schwaffi hatte nie einen Plan. Kiste ist bereit. Das ist unsere Ausrüstung, falls wir sie brauchen. Werden wir. Rampe! Okay, Ziehhöhe ist 2000 über dem Boden. Knappe Sache! Typisch für uns. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Check! Boah, jetzt haben wir noch Geografieunterricht. Ja. Das ist eine rote Linie. Die Red Line. Fertig! Los! Thank you.
die ganze Geschichte, ne? Der Fluch der Karibik, ne? Achtung, Conny hat drei Helis am Boden. Nein, ich bin hier aufgefallen. Oh, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ich habe auf Luxemburgisch geredet. Also. Hab dich im Blick, Captain. Ich melde dir, was ich von hier sehe. Danke für die Unterstützung, Roger. Wenn es um Makarov geht, müssen alle ran, John. Bodenluftgeschütz. Wenn ein feindlicher Heli kommt, ziel drauf. Patrouillen beim äußeren Perimeter. Sie durchsuchen das Gebiet. Dranbleiben. Keine Schutzanzüge. Ergibt keinen Sinn. Sie könnten auch mehr aus sein als nukleares Material. Dranbleiben. Verstanden, Watcher. Wir sind bei unseren Einsatzpunkten. Conny in Sicht, sind dabei, den Perimeter zu sichern. Bleibt unbemerkt, bis der Captain anpfeift. Verspreche nichts, Lieutenant. Watcher, ich nähere mich einer Palette. Füg den Scheißkerl damit Schmerzen zu, John. Sechs, du musst zu den Helis. Conny darf das nukleare Material nicht wegfliegen. Diese Helis an, Sex. Was immer Conny sucht, muss am Boden bleiben. Hab dich im Blick, Captain. Ich melde dir, was ich von hier sehe. Danke für die Unterstützung, Watcher. Wenn es um Makarov geht, müssen alle ran, John. An alle. Wir sehen Conny-Patrouillen beim äußeren Perimeter. Sie durchsuchen das Gebiet. Dranbleiben. Könnten auch mehr aus sein als nukleares Material. Dranbleiben. Verstanden, Watcher. Ghost, hast du Strahlungsspitzen? Negativ. Alle Heliscans sauber. Wir können Ladungen an ihnen anbringen. Okay. Price, hier ist Conny bei dem Heli. Verhalte dich ruhig. Verstanden. Gib mir Deckung. Bravo 7-1 in Position. 6-1 in Position. Äußerer Perimeter sicher. 07 bereit. Bravo bereit. 6, der Weg ist frei. Jetzt weiß ich, dass er nicht zu eurer Bande gehört. Er ist kein Pirat. Macht, dass ihr wegkommt. Ihr verlasst auf der Stelle die Stadt. Kontakt zu Heli. Verstanden, Dex. Zerstöre ihn. Du bist eingekesselt, Captain. Du musst da weg. Dex, JLTVs nähern sich dem Bereich. Schluss, verteidigt. Setze dem Heli gut zu. Ah!
Massives. Verstanden. Ist er 1,20? So groß wie du, ja. Witzig, mein Schatz. Ich brauche einen Überblick, Kate. Keine Bedrohungen, Captain. Sechs, keine Feindaktivität bei der Baustelle. Rücke zum Ziel hin vor. An alle, erst das Ziel ausgeschaltet. Gute Arbeit, Max. Noch zwei Ziele. Unterwegs zum Explosionsort. Captain, registriere immer noch keine Strahlung. Johnny, Garrick, irgendwas? Negativ. Aber Conny auch nicht. Wenn nicht radioaktives Material, was will Conny dann? Bleib dran und findet es raus. Nukleares könnte eine falsche Fährte für uns sein. Was zum Teufel transportieren die dann? Irgendwas ziemlich Ernstes. Hier sind Geschütze. Suchen und zerstören. Die Geschütze haben dich erfasst, Bravo. Boah, so geil, man, das sieht das so geil. Auf jeden Fall ist es schon interessanter als Naruto. Also Naruto hat mich wirklich gefickt. Nach der Naruto ist geil. Nein, Naruto hat mich so. Naruto an sich ist eigentlich auch schön, ja, aber mit der Zeit dann. Naruto hat mich echt genommen. Musst du noch eine Folge anschauen, die ist wichtig. Ja, chill doch deine Nippel. Ich guck doch nicht mal hier auf dem PC Pornos. Guck. Jetzt schon. Ich guck nicht mal hier Pornos. Ich habe noch nie ein Porno geguckt auf diesem PC. Wie gesagt, jetzt schon. Ich guck die nur auf dem Handy. Noch ein Heli ist in der Nähe. Mehrere Conny beim Ziel. Wo? Hab verstanden, Watcher. Ich guck das nur auf dem Handy. Der zweite Heli ist her. Ich check's doch nicht hier vom PC! Beschuss durch Raketenwerfer! Was?
Ja, okay. Pornhub hat eine neue Kategorie. Ah, X-Hams ist so ekelhaft. Ich finde das so ekelhaft. Brazers. Ach so. Willst du nicht den Step? Oh, I'm stuck. Nein, kann Hentai. Das ist das Hentai. Ich guck keinen Hentai. Das ergibt keinen Sinn. Sie sollten inzwischen. Geh deine Hentai-Pornos gucken und lass mich. Wo mir ein Bepontin kriegen. Ah, warte kurz, Bibi, ich muss das mit Kevin gucken. Ich brauch kurz. In einer Stunde ist es soweit. Kann ich meine Brust auslassen. Die Story sieht richtig nice aus. Auf PC, oder? Yep. Ich muss noch den anderen Hubschrauber kaputt machen. Pass auf das Geschütz auf. Kann ich mich bewegen? Positiv, keine Aktivität zu sehen. Bravo 6, Achtung. Da ist ein gepanzerter Conny-Heli über dir. Lieferung am Ziel eingetroffen. Ausrüstung ist bereit, Bravo. Ja, nein. Daneben. Vogel erledigt, Price. Gut gemacht. Conny hat dich entdeckt. Letzten Heli entdeckt. Verstanden, aufschalten, Robert. John, gepanzertes Fahrzeug mit montiertem MG auf dem Weg zu dir. Mensch, hätte ich schon mal Zeiten hier genommen. 6, du näherst dich dem letzten Heli. Hohe Feindaktivität. Verstanden, Watcher. Was sagst du? Was für eine Schwierigkeitsstufe du spielst.
Ah, ich habe es einfach auf Soldat, ich habe jetzt nicht Veteran genommen. Wollte mich jetzt nicht durchschwitzen. Nein! Ich gibt's hier keine Rüstung. Nee. Panzerplatten. Ich wäre froh, eher Panzerplatten brauche ich. Ja, eben. Da war ja Panzerplatten. Wo? Der bei der Kiste. Ist hier verpasst? Ne, das ist Munition auffüllen. Ja, ne, da rechts. Rechts? Rechts. Ja. Panzergeschoss, oder? Panzergeschoss, oder wie? Panzer, Scheiße. Werde noch angegriffen. Verstanden. Alle Bravo beim Reaktor zusammenziehen. So, bin wieder da. Verstanden, Sex. Das ist dein Zugang. Bei einer Luftschleuse. Endlich. Da sind sie ja. Guck, wie krass sind du dran aus, einfach nur mal. Das ist doch eh von der geilsten Anime. Ja. Ich verstehe den Wolf, weil der fliegt für den Zorro. So aus, der Geist. An alle Bravo. Feuert auf die Schenster. Holt sie ihn runter. Und dann hast du das Handschuh gesehen. Ist aber noch feiert, der Vollschuss sind. Den hast du noch gut dabei. Der Schäsel. Du gehst mal operativ. Verfluchte Scheiße! An alle Stationen! Conny extrahiert Chemiewaffen! Conny hat das Gas im Eli! Wir verlieren sie! Watcher, kannst du sie orten? Bin dran, Ghost. Augenblick. Hier ist 6. Reaktor ist versiegelt. Bin eingeschlossen. 6. Laut Aufklärung betreten Conny-Leute den Reaktor. Geh in Deckung! Wir kommen zu dir!
Gas kommt. Bravo, wie ist der Status? Lernen und Bot. Durchhalten. Gas strömt in den Reaktor. Sind die echt so dumm? Ah nee, wir können Buggy. Langsam, Cap. Du bist dem Gas entkommen, aber du musst dich erholen. Bin okay. Kopfschmerzen? Übelkeit? Immer. Ihm geht's gut. Ich hatte Angst, dein Gesicht würde zerfließen wie bei den anderen armen Schweinen. Wenn du mich fragst, wäre das eine Verbesserung. Conny hat die Chemikalien? Richtig geraten. Makarov ist seit 6 Stunden draußen und uns schon voraus. Was verdammt ist denn dem Gas? Reste von Barkovs Programm. Sarin. Hochkonzentriert. Viel tödlicher. Ein Behälter hat das ganze Gebiet verseucht. Sie haben noch genug, um ein ganzes Land zu töten. Und jetzt ist es in Farras Hinterhof. Finden wir sie. Laswell, es waren chemische Waffen. Makarov hat hochkonzentriertes Saringas. Habt ihr es sichergestellt? Negativ. Der Captain wäre fast draufgegangen. Wo ist er? Ich bin hier, Laswell. Wo sind die Raketen? Ich habe Farras Raketen zu einem verlassenen Bunkerkomplex verfolgt. Gebaut im Kalten Krieg. Wir kennen diese Bunker. Genau wie Farah. Warum braucht Conny ein Silo für mobile Raketen? Gute Frage. Wir teilen uns auf. Ich treffe Farah beim Ziel. Wir verteilen uns und durchsuchen den Komplex. Wir müssen diese Raketen sichern. Gut. Ich spreche nach Arklov auf und treffe einen Kontakt, der uns vielleicht helfen kann. Kastovianische Militärbasis. Wie kommst du lebend rein? Vorsichtig. Ich melde mich, sobald ich kann. Wir sehen uns hinterher. Gute Jagd, Bravo. Sechs an Ghost. Am Sammelpunkt, wie sieht's aus? Bin am Ziel bei Charlie. Du hast Alpha, Kilo nimmt Bravo. Rutsch. Sekunde. Verdammt, Pfarrer. Wirkst nervös, alter Mann. Russland ist zurück in Usbekistan. Es sind Söldner. Die Conny-Gruppe hat gestern im Norden Chemikalien geklaut. Und morgens meine Raketen. In nur 24 Stunden, seit Wladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flotter Kerl. Na, er macht verlorene Zeit wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft. Das sind Laufjungen in Kampffesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Graves tat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Pfarrer. Das sind wir alle, Captain. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen, aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnte uns. Da hängt viel mehr dran als Usbekistan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir sehen uns dann. Verkauf uns einfach 10 Fässer Bier. Alle Stationen. Bravo 6 auf Position. Kilo? Kilo ist bereit. Verstanden. Bruno auf Station. Du und Fahrer seid verbunden. Bestätigt. Reichlich Russen. Conny hat eine Armee nach Usbekistan verlegt. Kein
keine Raketen in Sicht. Dann sind sie in den Bunkern. Sehe einen Zugangspunkt, markiere ihn. Du wirst deine Schlüsselkarte brauchen. Fahrer hat recht. Wir haben in unserem Sektor einen Offizier mit Schlüsselkarte ausgeschaltet. Sympathisch. Ein rotes Barett. Roger, rotes Barett. Ich habe einen bei den Stahlbauten nördlich vom Eingang entdeckt. Rotes Barett, das ist mein Ziel. Gut, verfolg ihn und beschaff dir seine Schlüsselkarte. Öffne damit die Tür. Und du? Ich kenne noch einen Weg rein. Okay. Bleib in Kontakt. Wir sehen uns drin. Die Drohne ist noch aktiv. Nutze sie, wenn du sie brauchst. Ist alles in Ordnung, Captain? Du hast mich noch nicht verloren. Nein, alles bestens. Was soll mir schon passieren? Das ist ja wie ein Großverbot aus! Hier von der Bergseite herunter. Im Feld kommst du vielleicht unentdeckt voran. Genau. Leise und tödlich. Sechs an alle Stationen. Conny platziert ULF-Spuren in der Basis. Ich starte einen False Flag-Angriff. Raketen sind amerikanisch. Er schiebt es auf Fahrer und den Westen. Er will die Welt glauben, mache ich, sei der Feind. Wir müssen rausfinden, was das Ziel ist, bevor es zu spät ist. Yeah.
Arsch, Mösch. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns, sobald wir können. Bestätigt. Schlüsselkarte. Verstanden. Hab einen Einstiegspunkt. Wir sehen uns drin. Kilo Ende. Bestätigt! Finden wir diese Raketen! Los, verschwinde! Ich gehe runter! Sie wissen, dass wir hier sind. Nicht zurückhalten. Ich werde nicht was in den Kopf gesetzt. Ich werde auch Pirat. Auf dein Zeichen. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich dich mitnehmen würde. Ich glaube nicht, dass das dir jemals ein Pirat macht. Warte! Eines Tages werde ich eine Bande zusammenstellen, die mit allen Wassern gewaschen ist. Hier sind Waffen und Granaten. Gänsehaut.
Gern so. Stoße nach oben vor. Zum Ende des Ganzen. Ah! Das Team ist so witzig, der Ruff ist so geil. Boah, jetzt kommt, glaube ich, einer der traurigsten Folge, Mann. Captain, hörst du das? Sie öffnen die Schutztür. Wir versuchen, die Rakete zu starten. Hier lang, wir müssen raus, der erste Stock. Können wir den Start mit diesen Computern verhindern? Negativ. Ich brauche Zugriff auf den Steuerungskasten der Rakete. Ist nicht echt ein Clown, oder? Och, okay, der Clown. Ich hasse Clowns. Er ist nett. Ich hasse Clowns. Ist so witzig. Boah, One Piece ist so geil, Mann. Das macht so süchtig die Scheiße. Schau, wie lange One Piece schon gibt. Von 1999 sind wir bis heute immer noch nicht fertig. Ja, 25 Jahre. Ja, ist noch nicht fertig. Trennpower. Ja. Wie Trennpower. Da war aber jemand sehr kreativ. Die Trennpower.
Aber eigentlich finde ich so eine Frucht ziemlich geil vom Buggy. Ist eigentlich sehr, 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 sehr nützlich eigentlich. Wenn er sie richtig nutzen würde. Ja, der kann sich eigentlich auch unsichtbar machen, so, ne? Ja. Aber der ist auch Kaiser, der ist auch Kaiser jetzt. Ja, ungewollt. Ja, aber er ist Kaiser. Trotzdem. Fuck. Ein Spoiler? Nein. Wer willst du sonst schon selbst merken? Sie weiß mal nicht, was ein Kaiser ist. Kommt er noch. Kommt er noch. Ja, aber er hat die Trend-Trend-Power. Darf ich weiter gucken? Mhm. Sind Sie bereit, junger Mann? Ja, natürlich. Ich habe noch 45 Minuten hier. Ja, und was machst du dann? COD. Da spielen wir alle COD. Hör ich morgen nichts von dir? Hör ich morgen nichts von dir den ganzen Tag oder wie? Doch, doch, doch. Was willst du spielen? Du weißt schon, je nachdem, wie dieses Gespräch morgen Mittag ausgehen wird, ne, werde ich dir weinend anrufen und dann musst du schon, ne? Nein, da werde ich mir schon die Zeit. Ach, dann wird er sich die Zeit nehmen, wie nett. Geh zur Oberfläche, such die Schutztürsteuerung und schließe sie, Captain. Wo wirst du sein? Ich gehe in Deckung und halte den Start auf, solange ich kann. Geh, sofort! Ich kann das Lied jetzt schon mitsingen, nach 5 Folgen. Glaube nicht. Du hast den Text irgendwann in deinem Kopf. Nein, 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 nein. Komm, Bibi, gib alles. Oh, das sieht so geil, man. Du guckst Beppo zu, anstatt meinen Film. Der Intro ist immer derselbe. Und? Und es gibt ja 3 davon, oder? Wie viel Beppo, wie viel Intro gibt es? 4, oder? Oder 3? Nein, es gibt viel mehr. Ne, mehr, gell? Ja, es sind 8. Oder so. Ne, sogar. Ich glaube, es sind sogar. Ich müsste gucken, also es sind mehr wie 8, definitiv. Nee, Beppo, also Zorro ist hübscher als Sanchi. Ich hab gegoogelt. Nee. Du hast Zorro dich gespoilert? Zorro ist bei weitem hübscher als Sanchi. Mihawk ist hübscher als Zorro. Guck dir Zorro an, Mann. Ja, die sind noch Kinder, Mann. Warte ab, bis sie hier mal erwachsen werden. Und dann? Wollen wir dann Babys machen? Dann ändert sich alles. Glaub mir. Dann was hab... Superkräfte, die wir haben. Ich will ja nicht mit dir machen. Du bist auch ein Monkey, die Ruff hier haben. Hier, 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 ich bin aus Gummi. Stell dir mal vor, ich hätte die Gung-Gung-Frucht, Alter, was ich alles mit meinem Schwanz machen könnte. Hui, Junge, boah, was ich damit alles einstellen könnte, hui. Also ganz im Ernst, da will ich lieber Buggy, dann kann ich meinen Schwanz fliegen lassen. Naja, mein Intim, da muss immer bei mir bleiben. Den würde ich niemals abgeben. Spür's. Mein Anaconda, da soll immer bei mir bleiben. Ja, aber dann hat Fernbeziehungen ganz andere Maßstäbe. Aber der kann sich ja nicht teleportieren. Nee, aber sie kann ihn ja mitnehmen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja gefährlich. Ich pause jetzt. Redet weiter. Okay, du kannst weitermachen. Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Aber Bippe, du kriegst so 10 halt sowieso so Vibratoren und Taschenmuschis, die du auf Distanz benutzen kannst. Mit der Trendfrucht hat es einen anderen Effekt nochmal. Oder du führst einfach keine Fernbeziehung. Gibi zieht eh nach Luxemburg, dann wird das schon. Kann ich dann offiziell streamen? Steuerfrei! Steuerfrei, ja.
endlich nach 5 Folgen. Boah, wie Cyber. Ja, er hat immer Hunger, der hat immer Hunger, oder? Ja, wie Cyber. Oha, Respekt. Verstanden. Geh zum Turm. An die Steuerung. Cap, ich sehe einen Conny-Heli, der sich deiner Position nähert. Sie kriegen Verstärkung. Du musst da weg. Conny ist überall. Sie bewachen den Turm. Lass dich durch. Ich halte den Stand auf, solange ich kann. Also zusammen. Was hat der denn für Kräfte? Die Trennfrucht. Was macht er da? Er kann Körperteile trennen und sich unsichtbar machen. 60 Sekunden! Geht zum Kontrollturm! Und er hat telekinetische Kräfte oder wie? Jesus Christ, und der andere kann sich nur langziehen. Oha, guck wie Bibi mit dem Döner. Schließe die Schutztür jetzt! Kilo! Farah, hörst du mich? Ja, dann gehörst du zu uns! Farah, kannst du mich hören? Nein! Laut und deutlich. Rakete entschärft, Sprengung geglückt, Chemikalien eingedämmt. Roger. Bravo, gib mir Bericht. Es ist zu spät, Captain. Conny haben die Steuerung umstellt. Was heißt das, Gas? Zwei Raketen starten jetzt nordwestlich von euch. Nein! Kate! Nein! Saxon Roger! Saxon Roger! Kate? Laswell, bist du da? Hier ist Sex, hörst du mich? Es sind zwei Raketen unterwegs zur Akloff-Basis mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, raus! Sofort! Warum hast du mich gefesselt? Ich hab das so eine Idee. Mach dir keine Gedanken. Du hörst. Selbst schon, da kannst du genau 1:1 so wie ich sein. 1:1. Du machst dir kein Kompliment damit, ne? Makarov? Der ist genauso wie ich. Ich feiere ihn so ab, plötzlich. Denkst du, er arbeitet für den Kreml? Würde mich nicht überraschen. Ich kenne jemanden, der es wissen könnte. Flieg mich hin. Wohin? Arklov Militärbasis. Die ist schwer bewacht. Kriegst du das hin? Wegen Makarov. Ja, klar. Ich muss rein und wieder raus. Könnte schnell brenzlig werden. Brenzlig ist mein Spezialgebiet. Das ist, was ich befürchte. Und dein Kontakt? Juri Volkov.
Juri lässt sich bezahlen? Nie auch nur eine Münze. So ist er. Wann fliegen wir? Jetzt gleich. An Yankee, habe Blick auf die Basis. Nähere mich jetzt. Verstanden, Watcher. Jetzt wird es ernst. Verhalte dich unauffällig.
bist du auch noch in dem Käfig gelandet. Das ist eine lange Geschichte, Zorro. Zorro? Zorro? Jetzt haben wir den Salat, der Karl macht Hackfleisch aus uns. Ich glaube, ich träume. Soll der berühmte Piratenjäger Zorro sein? Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Du bist der Mann, Zorro. Du bist auf das Kopfgeldschaf, das auf mich ausgesetzt ist? Nein, das interessiert mich nicht mehr. Ich habe es vor kurzem aufgegeben, Jagd auf Piraten zu machen. Wenn ich dich jetzt ein für alle Mal erledige, werde ich ein berühmter Mann, dann bin ich der Star. Vergiss es, du hast keine Chance. Bist du da sicher? Ich fürchte, ich habe dich nicht klar genug ausgedrückt. Oh, na los, zeig's dem Captain! Mach ihn fertig, Captain Buggy! Wenn du dabei wäre. Tja, wer sich mit mir anlegt, hat sich geschnitten. Gratuliere, den hast du ruckzuck erledigt. Das war Spitzenklasse. Das heißt, er setzt sich jetzt wieder zusammen wegen seiner Teufelsfruchtkraft, ne? Ja, okay. Was ist mit denen auf einmal los? Ich verstehe überhaupt nicht, wie ihr Captain ist gerade platt gemacht worden und die lachen alle. Sagt mal, könnt ihr nicht verraten, was da so komisch ist? Zorro! Wie kommt die Hand dahin? Was war das? Trennfrüchte. So werden die Früchte genannt, von denen ich vor Jahren gegessen habe. Ich bin ein Mann, der immer wieder zusammenwächst. Mich zerreißt man nicht in Stücke. Verrückt, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Kerl ist wieder komplett. Die Teufelsfrüchte scheint es wirklich zu geben. Ist das ein Monster? Dieser Captain Buggy wird mir langsam unheimlich. Hey, euch hat's wohl die Sprache verschlagen. Ausgezeichnet, dann können wir ja weitermachen. Jetzt geht die Post ab. Mist, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Wenn wir nicht sofort was unternehmen, dann ist Feierabend für uns. Dann sind wir geliefert. Der Dreckskerl hat mich voll erwischt. Darauf war ich nicht gefasst. Jemanden meinen Säbel in den Rücken zu jagen, ist unfair, du feige Pappnase. Ruffy, du Blödmann. Vergeht, da bin ich aber gespannt. Da bist du schief gewickelt, Kleiner. Euch geht's gleich an den Kran. Oh Mann, bist du komisch. Ich zerreiß dich gleich. Ich lach mich tot. Ich lach mich tot. Das war's. Hier kommen wir nicht mehr lebend raus. Das könnte Kim sein, ohne Scheiß. Ja, Fehlanzeige. Trotz deiner drei Schwerter hast du schlechte Karten bei mir, Freundchen. Hey, Grünschopf, hörst du mir überhaupt zu?
Inzwischen lernen Ruffy und Nami den Bürgermeister der Stadt und den kleinen Hund Shushu kennen, der das Geschäft seines toten Herrchens. Shushu? Buggy schickt seinen Dompteur Moji los, um Ruffy zur Schnecke zu bringen. Das ist die traurige. Die Folge ist echt traurig. Ja. Die Folge ist echt traurig. Ich war jetzt voll bei Shushu. Wieso ist die traurig, Beppo? Da guckst du. Ach, so schlimm traurig. Guckst du. Ja, nee, mir die böse Szene, das ist die lächerlich. Also, aber kein Hund, der stirbt oder so. Nee. Weil du fängst mit jemand kreischen. Das ist aber traurig. Aber wegen Sinn traurig. Spoiler mich, wenn ich schläft. Nee. Doch, ich bin irgendwas selbst nicht geguckt, um nicht zu wissen, was geschieht. Gönn doch. Schuss, also ich kann die Musik nicht mehr hören. Muss ich das nur komplett gucken? 1000 Folgen. 1080. Ja, aber wenn ich den ganzen Narriver gucken, krieg ich nicht hin. Nicht mal lange, dann gibt's MB. Bei jeder Folge hypt er bei der Musik mit. Divi, das kannst du nicht verstehen, das ist Männerliebe. Ja. Zieh mir das nur wegen dir rein, ne? Doch, es gibt auch Frauen, die. Aber wenn du ehrlich zu dir selber bist, ja? Es gefällt dir selbst. Aber du wirst die Stranger Things ansehen, ob du willst oder nicht. Ja, zieh ich mal das an. Das war der Deal. Aber ich weiß nicht, wer den Schlüssel an den gemacht hat. Du hast eine Verwählerleitung, Mikro. Funktioniert schon bei dir MP3? So. Bin mir gar nicht. Stranger Things ist eine der besten Sendungen, da kannst du sagen, was du willst, Beppo. Das ist... Ich mag Stranger Things, aber One Piece ist in vielen Hinsichten besser. Kann ich das Spiel noch nicht starten? Ich habe jetzt gerade was gesehen. Ich will was testen bei mir. Achtzehn Minuten noch. Soll ich streamen? Ja, gell? Wie du magst. Wir hatten 100.000 Leute streamen. Tut gar keinen Sinn, das sind nicht. Ja, doch alles. Und wenn ihr gehst du ins Bett, Papa? Ich
wollte ein bisschen mehr Spielermodus spielen. Was ist passiert? Er ist vor 3 Monaten gestorben. Sein Tod kam ganz plötzlich. Niemand hat gewusst, wie krank er wirklich war. Und seitdem sitzt Chuchu. Schauen wir mal, ob OBS klappt. Das kann man auch schalten. Gott, der Tisch sitzt einfach für eine DOP zu warten. Thank you.
Mit den kleinen Bierenauren im Kopf. Das ist ein Panda. Die Schuhe sind cool. Oha. Redet Bibi nicht mehr mit uns? Doch, doch, ich bin noch da. Ich schau mir gerade One Piece. Papa, so mal stirbt den Hund, weil da gucken sie nicht weiter. Nee. Okay. Ich bin nicht mehr der Jüngste und das
0 Uhr, jetzt muss es normalerweise gehen. Jawohl, es klappt jetzt. Hat es schon gestartet bei dir? Ja. Wo muss ich eventuell mein Spiel neu starten? Ohne wieder in Position und Feuer bereit. Dann mal los, Feuer frei. Es reicht, Captain Buggy, verschwinde hier. Ich bin Bürgermeister dieser Stadt und ich habe irgendwie komischerweise keinen Spießhorn. Stell dich zum Kampf. Du Vatergreis hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ein Schatz ist. Jetzt kocken die Server ab. Sicher. Okay, was geht los? Also ich gehe jetzt live. Das geht. Okay. Das muss man schon. Das muss man. Gott. Mich interessiert nur, wo Shushu hin ist. Ehrlich, der Shushu war schon mega. Wo ist Shushu hin? Kommt Shushu wieder? Das weiß ich selbst nicht mehr. Ich glaube, Shushu kommt dann wieder später. Kommt er wieder, echt? Aber wie kann ich hier zum Beispiel hier? So wie jetzt bei. Ja, bei mir ist noch gar nichts. Wie viel war das jetzt? 6 dann? Ja. Guck, mich interessiert nur, wo Shushu hin ist. Nein, die Shushu siehst du jetzt nicht mehr. Aber er ist nicht tot, ne? Das ist schon. Nein, das ist. Er ist Grillspieß geworden. Das wäre so schlimm. Ich hab dir gesagt, wenn er stirbt, guck ich nicht. Der Arme. Das hat mir so das Herz gebrochen gerade. Wo kann man hier auswählen? Schönes Hardcore-Spiel, Kriegmodus, nein. Mir steht einfach, diese Liste ist momentan in deiner Region nicht verfügbar. Du bist auch so Listenfilter, da, okay. Warte, ich guck mal, ich geh zwar jetzt ins Bett, aber. Geht bei dir. Gott.
Favela-Mikro. Okay, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Los. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir... Ah, doch, es geht. Team Deathmatch, Kriegsmodus, Zombie. Alles geht jetzt bei dir. Horrors. Bei mir geht alles. Team Deathmatch akzeptieren. Oh, Mad Mac. Der Mikey. Jivoli, pünktlich drin, natürlich. Freiwillig. Der Musik habe ich Ding. Geht jetzt nicht, Bro. Das geht alles, Papa. Du kannst nämlich jetzt an den Dingen, lieber. Den ganzen Arsch. Oh, Laura ist auch noch da, mein Schwester ist auch noch da. Alle sieben ist da. Ich bin so gehypt vom Game, Mann. Ich hab noch keine Klassen-Editor. Also. Marcel ist auch schon drin im Spiel. Ernsthaft? Okay, ich spiele jetzt auch eine Runde. Ich bin jetzt auch drin, ist mega. Oh Mann, ich hoffe, die alten Maps, Alter. Heute. Nein, nein, lauter Musik. Heute nicht, Mann, heute. Schon mal so gut. Ja, schau, der Camper fängt schon mal so gut an zu campen. 3 Sekunden im Spiel und schon regt er sich auf. Hey, so ein Schwitzer. Jetzt kommen die ganzen Schwitzer, das ist ja normal. Ja, Bibi, du bist aber auch gerade ein Schwitzer, oder nicht? Ja, ich bin immer so kack, glaube ich. Ja, genau, Wallerkrise. Ich hab bisher noch keinen einzigen Kill gemacht, ey. Ich finde nicht mal Gegner. Ah, der kommt von hinter mir, der Hurensohn. Komm her. Okay, warte. Lass mich mal einstellen. Ja, aber ich habe auch 15 Fallen trainiert. Müssen wir alles umstellen. Das nervt mich jetzt schon, Alter. Komm her. Ey, was ist denn los? Fängt schon so gut an. Egal, ich darf mich nicht aufregen. Die sind schon Level 50. Nee, ich komme mit der Waffe gar nicht klar. Ich will meine Striker wieder haben. Mann, jetzt campt der schon da oben. Bestimmt so ein ekelhafter Franzose. Wo sind die ganzen Gegner? Noch nicht da. Ey, das kann's doch nicht sein, bitte, erzähl mir. Fick dich, Vieh. Ey, ich geh gar. Ich kassier grad böse aufs Maul. Und bestimmt Campers. Bibi, es ist die erste Runde. Take it easy, man. Ja, die haben... Egal. Ja, komm. Ich hab einen Kill. Ja. Ich hab auch einen Kill, aber einen einzigen nur. Ja, für mich ist das aber schon Weltklasse. Ah, Beppo, was heißt das denn? Willst du mit mir spielen? Ja, ich will mit dir spielen. Willst du nicht mal zu Salva? Ja, das ist Schwester. Ja, mit dann holen wir Salva mit rein. Warte. Spielen wir wenigstens zusammen. Easy. Warte, ich geh raus aus der Runde, weil sonst schrei ich die halt alle an. Alter, was gibt's da zu lachen? Ich bin noch nicht mal warm, Mann. Lass mich warm werden und dann wirst du sehen, was da abgeht. Jetzt kommen seine Entschuldigungen. Da snipert einer. Baby, ich lade dich. Oh, ein. Pixel, vielen lieben Dank, wieder. Das fuckt mich ab, Mann. Ich lade Marcel auch mal ein. Also Marcel, der stellt sich extra offline. Wieso?
Hi Pixel. Ich habe keinen Plan, was er da macht. Hey, was ist denn los? Gute Nacht, Laura. Willst du mich jetzt verarschen? Haben wir eigentlich unsere Skins jetzt mitgenommen oder ja, nicht? Ja. Ich will meine Kanäle. Ey, was ist denn los? Ich krieg nichts auf die Kette. Aber ich meine, du musst Level 5 auf sich gehen, oder? Echt? Oh, ich will meine Kanäle suchen. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Das macht mich ein bisschen sauer. Nee, guck, Beppo, ich hab sie. Ah, ich auch. Und das, wer war die andere? Die andere war hier mein Main-Skin. Haben wir unsere Waffen oder müssen die. Es ja, die Waffen. Nur den nicht Willen schützen. Eines großen Mannes. Naja, warte. Aber ich will schon Kalisto sein. Ziel also. Gewalt und Timing. Ich kann beides. Hey, ja, wie mich das abfuckt, das macht mich sauer. Jetzt ist er offline gegangen. Der Marcel. Ich würde sagen, diesen Battle Pass gönnen wir uns, wa? Ich hab ihn ja sowieso drin. Ich nicht. Ich hab ja die Premium des Premiums genommen. Warte, bis ich warm bin, Alter, und dann ist es vorbei. Wie viel kostet der Spaß? Boah, 30 Euro. Die denken echt, wir hätten Geld zu viel. Oder? Nein, das hat keinen Sinn mehr, mit der Sniper zu spielen. Oh, da ist die Striker, endlich. Jetzt habe ich die Striker. Einer kämpft sich bei uns hier im Spawn. Hey, willst du mich jetzt verarschen? Ey, das macht mich jetzt sauer. Ey, das fängt schon an zu schwitzen. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich werde jetzt viel zu lange spielen und am Morgen schlafe ich ein. Während er mit mir redet. Heute wird Prestige gedrückt. Ach, Beppo, komm, wir spielen einfach. Ja. Warum kann ich nicht spielen? Ich will nicht spielen. Hä? Ich will Beppo, ich kann nicht spielen. Jo. Schon mal Glitzer Skin. Schon mal Stiletto, da gibt es. Ja, da können wir mappere Maus wählen. Jo, Level 33. Level 23? Was ist denn das? Nee, Mann, die Gegner sind schon hart. Richtig hart, ja. Guck, das sind alles PC-Spieler, Bipper. 33, 23, die haben schon alle. Ja, nee, das aber sind Xbox-Spiele. Kompletter Schuss. Warte, Bibi ist fertig mit seiner Runde. Guck dir das an. Die Strike hatte ich am Anfang noch nicht. Kommst du jetzt? Wer uns ignoriert, Beppo. Was ist der? Ich habe ihn eingeladen, aber er ist was Besseres. Oh, Terminal. Genau. Ja, das war langfristig.
Oh, Breezy, schau mal, der ist schon Level 32, bitte. Bibi, wir wollten, dass du mit deinem Arsch in unsere Lobby kommst, das weißt du, ne? Genau, wann geht's? Deine Crossbow nicht mehr ausschalten. Ja. Oder warte. Ich hab keinen Bock, Mann, Alter. Deswegen, ich spiele das Spiel hier Crossbow aus. Hätte ich gleich am Anfang an machen müssen. Terminal. Terminal. Vita. Ja, okay, Atombombe ist leicht machbar. So wie ich sehe. Ne, bei mir sind die Streaming-Einstellungen voll scheiße. Hört man bei euch doppelt? Hört man euch doppelt im Stream? Nö. Wenn ihr redet. Probier mal zu reden. Oder sag mal was, Pepper. Hallo, hallo. Hallo. Hört's euch doppelt. Ich höre dich nicht doppelt. Nee, nee, du. Ob du dich dich doppelt hörst. Nö. Oh, direkt an ein Grupp von Feuer, wie läuft. So, die sprayen schon jetzt, I know. Das ist doch sein. Stehe unter Beschuss. Ah, Mist. Ziele überprüfen. Lass mich verarschen. Was ist mit meinem Aiming los? Ich dachte, ich hätte dich gerade getötet. Hier ist auch jemand. Twitch. Unter Beschuss. Nein! Das war Glück. Wechsle Magazin! Gib mir einen Augenblick. Nee. Wir haben uns die Führung gesichert. Dieser Twitch-Spieler, der hat mich. Unter Beschuss! Wartet. Ich bin verwundet. So werde ich nicht sterben. Weggepustet. Ich kann dich noch gebrauchen. Vorerst. Ja, ich weiß, dass mein Handy klingelt.
Digga. Natürlich, wie viel Kugeln frisst der? Magazin. Oder Klebegrett. Dankeschön. Der Hundesohn, der rennt hinterher. Das ist der Kutschspieler. Wechsle Magazin. Nein, mein Freund. Magazinwechsel. Rache ist schön. Du ekliger, du ekliger. Einer weniger. Ja, was geht? Du hast voll viele Kills, du Maschine. Ich hab mich drauf gefreut. Jetzt fertig, schwach. Was ist mit meinem Aiming los heute? Ich hab gar nichts mehr mit meinem Aiming. Katastrophe mit meinem Aiming. Das war aber ignoriert, nicht schön. Ich hab kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Ein neues Magazin. Nun. Magazinwechsel. Oh, da kommt einer von hinten. Easy. Oh, ich bin Zweiter. Willst du mich jetzt verarschen? Mal wie sie da campen. Komm. Na da, bis ich meine Sniper habe. Ja.
Komm, Kim, er gewonnen hat. Sofort mit der Granate, du HS. Ich hab nicht mal Granaten oder sonst irgendetwas. Stehe unter direktem Beschuss. Muss nachladen. Magazinwechsel. Und wie laufen die Runden bei euch? Bei mir gut. Wir haben die Führung übernommen. Ja, Beppo, ich spiel mit dir. Wie, das spiel mit mir? Ich spiel mit Beppo. Wir haben dich eingeladen. Okay. Du wolltest ja nicht mit mir spielen. Ja, nee, Ding. Ich krieg dann die Computerlobby. Der ist der Crossplay. Der spielt ja auch PC, der Beppo. Nee. Dann? Der hat nichts und dann. Die haben diesen kleinen Vorteil. Und so spiele ich nur mit einem mein Level halt. Verbündete Drohne online. Ach, du dachtest in ein Knie. Wechsel das Magazin. Oh, bleib hier. Okay, dann weiß ich Bescheid. Vielen, vielen lieben Dank für dein Lurk. Bleib hier. Werde hier beschossen. Lade nach. Was ist mit meinem Naming los, Mann? Die gehen nicht drauf, die Leute. Die sterben nicht. Das nervt mich jetzt. Das macht mich jetzt gerade böse, aber... Zweitbeschuss! Wechsel das Magazin! Ziel am Boden! Wechsel Magazin! Da du einfach die Maschine. Mein Kill, Beppo! Magazinwechsel! Voll geklaut! Der war ekelhaft, ehrenlos. Und die ganzen Leute. Ey, die gehen. Ich fand die Beta besser. Granate geworfen. Nee. 26 Minuten. Yeah, mein erster Kill mit der Killstreak. Ja, bitte Aufklärungsüberflug. Warum sterben die nicht? Oh mein Akri. Eine so. Oh, okay. Das ist bei mir nicht in der Lobby. Go, 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 go. Ah! Alle Beine hat er uns gehabt! Dieser Lappen. Die Hälfte der Missionszeit ist vorbei.
muss nachladen. Lade nach. Feind im Gebiet. Nein, von der Seite. Wir dürfen das nicht verlieren. Sehr gut. Mann! Werde beschossen! Granate ist raus! Nein! Feindkontakt! Steh unter die rechte Beschuss! Die Waffe ist viel besser. Feind gesichtet! Nee, ich hab ihn nicht gesehen, den Gegner. Wir haben die Führung verloren. Ziele gesichert. Werf eine Granate! Nein. Wir darauf schießen müssen. Ja. Ich muss mein halbes Magazin auf einem entleeren. Okay, sogar wenn ich drücke. Da kommt eine Betäubungsgranate. Werde hier beschossen. Magazinwechsel. Ich werde ich werd langsam warm, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, bin Stufe 5. Ich hätte nicht anfangen sollen, jetzt komme ich nicht weg. Ist doch geil. Nein. Ich muss auch morgen arbeiten. Ich habe aber keine Lust. Ich würde mir ja mittags Urlaub nehmen, aber ich habe mittags dieses Gespräch halt. Also Chef, ich muss Prioritäten setzen. Immer, ja, ich sag ihm so, ja, können wir das nicht, weißt du, Call of Duty. Kommt, versteh doch. Geht's mir sowieso eine schlechte Bewertung. Egal, wenn ich die schlechte Bewertung kriege, melde ich, gehe nach Hause. Ohne Witz. Und sing's egal. Ich hab auch viel, ich gehe nach Hause. Gott sei Dank ist Vanessa da. Falls ich heulen muss, ist Vanessa da. Weil mein Freund zum Beispiel, Salva, der denkt ja eher an Call of Duty. Ah, Bullshit. Man muss Prioritäten setzen. Alter, wie viele Sniper gibt es hier? Ich sehe schon, komm morgen, wenn es passiert, schläft er. Nö, der macht 24-24 Call of Duty. Oh, danke schön, Dragon. Vielen, vielen lieben Dank für den zweiten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank auch noch für deinen Werk. Ich spiele jetzt mal Sniper. Ich hab die Stufe. Ziele gesichtet! Werf eine Granate! Wechsel das Magazin! Bleib stehen, damit ich die Betäubungsgranate! Danke sehr! Feindbeschuss! Tatsächlich ist jemand mit dem Sniper bitte. Uha! Superkill, Sniper.
Herausforderung nach der anderen hier. Oh, hier ist nett jemand. Ja, und da ist einer, der gammelt in der Garage. Ja, ja, Slayer 04. Salopp. Wechseln wir mal die Waffen. Jetzt war es wohl, ne, mein kleiner Schatz. Ich werde hier beschossen. Ich lebe noch. Da kommt eine Betäubungsgranate! Ich auf den Boden. Ich find das nicht gut. Nein! Er bitte Aufklärungsüberflug! Er bitte ja. Aufklärungsüberflug! Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Ja, alle auf den Boden hinten hier aufgebrochen. Okay, die erste Snapper, die ist richtig geil. Von hinten. Ich bin hinter dir. Hinter uns, Slayer 04 kommt hinter uns. Hinter dir! Ja, zu spät. Ich hab ihn. Ich hab ihn rutschen gesehen. Ach komm, bitte. Das war's für dich. Das Sniper der mich aus dem Fenster. Pass auf. Kommen alle zusammen. Feindliche Drohne aktiv. Für wen hältst du den eigentlich? Der snipert jemand aus dem Spawn. Unter direktem Beschuss. Ich krieg den. Ja, ich. Ich krieg ihn nicht. Und ich krieg den Penner auf dem Dach da nicht. Ja, wie komme ich da hoch? Ja, da gibt's eine Treppe in einem Gebäude. Ich will den vermuten. Man sieht die Gegner kaum. Auch so ein richtiger Motherfucker.
Slayer. Man soll seine Mutter slayen gehen. Entschuldigung. Ich bin sauer. Geht der Battle Pass nicht auch weiter hier oder ist es von MW2 noch? Der ist noch von MW2. Geht der, läuft hier auch noch weiter? Fragezeichen, weiß ich jetzt nicht. Hm. Weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, das hätte ich gar nicht mehr im Spiel. Also diese Map Depot ist scheiße. Gute alte Wast Map. Dann ging das dabei, die Spike ein bisschen hoch zu pushen. Und danach fange ich an mit Snipern. Oh, es gab hier halt noch Erinnerungen, kommen hoch hier. Stehe unter Beschuss. Willst du mich jetzt verarschen? Ah, ich habe ihn noch gesehen. Egal, komm. Egal, ich darf mich nicht aufregen, alles gut. Feind ausgeschaltet. Nee. Lade nach. Bin getroffen. Ist absolut. Ich sehe die Gegner einfach nicht, Mann. Nein, der hat mich gesehen, von oben runterspringen. Rache ist schön.
ein! Stehe unter Beschuss! Camp jetzt hier einfach. Irgendwann wird es nicht vorbei. Blöd einfach. Ich bin so blöd einfach. Nein, ich hab ihn nicht. Ja, ich bin nicht Crossplay, Bruder. Philipp, ich bin nicht Crossplay. Aber er kann in Discord kommen, wenn er will. Du kannst gerne in Discord kommen, gar kein Problem. Du kannst mit den anderen gerne spielen. Warte nach! Feindliche Drohne! Nein, ich spiel kein Crossplay. Ich bin nicht. Ey, Rocco! Du fliegst jetzt und kriegst gleich einen Permaban und kommst nie wieder rein. Ja, dann blödes Spielchen habe ich diese Chance voll. Einer weniger. Stehe unter Beschuss. Philipp, tu mir mal bitte den Gefallen, bann den mal. Bist du gemobbt? Danke dir. Zweiter Platz für den nächsten Mal. Er dürfte, glaube ich, mal Stream nicht mal zuschauen. Das fängt schon so gut an, Alter. Ich weiß nicht, wann das mit dir los ist. Jetzt. Du bist müde, Schatz. Was ist das? Nein, ich hab mich extra viel vorbereitet. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht, ob er weg ist. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Level 21. So, für die erste Dings. Okay, die Sniper hat sie auch nicht. Da muss ich denken, ich muss mich da auseinandersetzen mit der Scheiße. Ja, also die. Sieht ja noch geiler aus als im letzten Call of Duty. Die letzte Tarnung. Und die Gold sieht richtig nice aus. Also hier voll auf die Schnauze, das gefällt mir dann gar nicht, Mann. Ich weiß nicht, was los ist. Wahrscheinlich, weil ich... Meine Lobby ist einfach... Ja, perfekte Lobby zum Snipern. Bei dir, bei mir... Ich schwitze mich hier durch. Ganze Map! Werde beschossen! Wechsel das Magazin! Wir haben die Führung übernommen. Der Feind ist in Führung gegangen. Hey, seit wann hab ich Akimbo? Ich hab ich keinen Beschuss! Ja, Mist. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Alter, ehrlich. Ich treffe gar nichts mehr. Das war so, schon so gar nicht gut. Ja, bei dir. Ich laufe so an dir chillig vorbei. Muss nachladen.
Ich schwöre, ich spiele mit Absicht nicht Crossplay und dann passiert so eine Scheiße. Werde hier beschossen! Wechsle Magazin! Erledigt! Da habe ich keinen Spaß dran. Ich geh gleich raus aus dieser scheiß dumme Lobby. Ich weiß echt nicht, was los ist. Weiß ich echt nicht. Nee, das nervt mich. Nee, ich hab daneben geschossen. Warte, ich muss doch schauen, ob der noch drin ist. Ich hab noch nicht einen Kill, Mann. So schlecht. Wie ist denn der Rockerose, ja? Fern. Schütze ausgeschaltet. Komplett, dass er gar nicht mehr das Spiel anschauen kann. Auf den habe ich echt gewartet, also. Das hat mir echt gefehlt. Schauen wir mal. Lade nach! Rücke vor! Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Wir haben die Führung. Kann man nochmal schauen, wo kann man die Leute nochmal sperren oder so? Das ist einer von euch nochmal. Gute Frage. Du kannst über Chat sie auch sperren. Über? Bei der Chat, das Rädchen. Ja, das haben wir schon gemacht. Aber okay. Ich möchte ihn halt über die eine Liste. Da musst du bei den Follower-Liste gehen, da hast du auch die Banner-Liste. Das ist voll Loch, Alter. Hoppla. Steht der Gegner hier bei mir. Zur Spitze. Wann ist nochmal? Weiß es einer von euch nochmal? Schaffe es, wer bei der Follower-Liste. Nein, war nicht dort. Ich hab keinen Bock auf den. Der Manager kann es nicht sein. Warte, warum Drohne aktiv. Du gehst bei Creator Dashboard, dann gehst du mit Achtung, Subtext! Da kommt eine Landgranate! Und dann gehst du Einstellung für verdächtige Benutzer und gesperrte Chatter. Stehe unter direktem Beschuss! Wo? Einstellung. Frontline-Stellung. Warte, stimmt mal. Auf dem Moderation. Ich halte dir den Rücken frei, komm. Wo ist Moderation? Unter Einstellungen, Stream, Kanal. Unter Stream oder was? Tune DB. Ja, Moderation, ja, und dann. Genau, und dann in. Der zweiten Kategorie Einstellung für verdächtige Benutzer.
Das dritte, gesperrte Chat. Ja, da bin ich drauf. Ja, und da kannst du, da siehst du, wen du gesperrt hast. Also ist er nicht mehr drin, also der ist. Stehe unter direktem Beschuss! Zurück zur Basis. Ja, den habe ich ja schon. Ja, dann ist er gesperrt. So. Hallo? Ja? Wer ist denn da überhaupt? Hallo? Redet er? Keine Ahnung. Ja, einer ist bei mir beigetreten. Mhm. Der Bruder, Mann, Alter, ich bin noch gerade Ding. Falls du mich hörst, bin ich im Discord. Kannst lieben gerne joinen. Ich bin auch noch im Live. Hörst du mich? Test. Weiß nicht, ob er mich hört, Mann, aber die Party kann ich nicht. Also in der Party kann ich noch nicht beitreten. Ich bin gerade im DC. Die Lastbar, okay. Oh, wer ist da? Phil. Wer ist beigetreten? Ah, Philipp. Der Bär. Geht's, Phil? Selbst? Gut. Wer ist denn jetzt beigetreten in dich hier? Phil! Ja, der redet nicht mal. Doch? Ja, er will nicht mit dir reden, vielleicht. Er hat doch jetzt höre ich, hör ihn, aber ich höre ihn ganz leise. Warum auch immer. Jetzt? Ja, schon, aber abgehackt ein bisschen. Wie es liegt an deinen Einstellungen? Nein, kann nicht sein. Ja, aber wir hören ihn normal. Wir haben uns die Führung gesichert. Ich hab nicht mal meine Sniper hier richtig eingestellt, Mann. Werde hier beschossen! Der Feind ist in Führung gegangen. Also, halt super, danke. Das war eigentlich meine Lieblingsmap früher. Habe ich mal meine Atombomben gemacht. Der ist erledigt. Sniper. Oh Mann. So ein Schmutz. Bruder, bei mir funktioniert die Musik nicht. Ich hab's ausgeschalten, weil ich für dich bin. Gott sei Dank. Feindbeschuss! Direkt hier halt. Ich hab noch nicht einen Kill, Bad Boy. Ich check's nicht. Ich bin der Wichser, ich schlafe mit dem Messer rum. Ich bin drauf, Mann. Ich weiß nicht, warum meine Karte nicht rastet ist. Feindliche Drohne, mein Oh, der Bob ist ja auch im DC, ne? Oh, ich hab eine Drohne. Aufklärungsüberflug. Das macht mich sauer, Mann, Alter. Ich bin gar nicht warm. Du packst das. Mir geht's gut und dir, Kleiner. Ich glaube, die Gegner hassen mich, weil ich mit dem Messer rumlaufe. Ich mach das auch gleich.
Nee, super. Stehe unter direktem Beschuss! Scheiße. Roy ist im Stream, Bibi. Oh, Roy! Schön, dass du da bist. Wir haben uns die Führung gesichert. Schütze ausgeschaltet! Ja, Bro, ich bin im Discord, nicht im Partychat. Ich bin ja noch mit anderen Leuten unterwegs. Was mich hat. Mach's gut. Das ist so ein Wichser. Er bitte Aufklärungsüberflug. Hallo? Moin. Jo, geht. Feindliche Drohne aktiv. Na, ich bin im Discord. Ich bin im Discord. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Werde beschossen! Ja, ja. Ich bin gerade dabei. Nee, bleib ich am Gelände. Gelände, Henke. Ich hab mich jetzt auf dem Dach gekämpft. Ich bin eine richtige Dumme. Wir haben die Führung verloren. Was? Ich mach den Controller gleich kaputt. Feind liegt in Führung. Die Uhr tickt. Ja, ich fand die Beta viel, viel geiler. Guck mal, Mann. Da waren die Waffen nicht so sehr. Ja gut, die Beta lässt sich doch immer ein bisschen anders spielen als die. Oh, kleiner Lappen. Ich mach dich fertig. Ich hab kein Aim. Mhm. Ja, okay, Black, dir schlaf gut. Boy, boy, du auch. Geh gerade schlafen. Nee! Du musst arbeiten. Er bitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Du kannst nicht im BC kommen, ja? Nee, der Gammelte. Achtung, Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Ja, dann müsstest du einmal in meinen Stream kommen, dann kann ich den Link geben und dann kannst du über Discord kommen. Das ist für meine Leute. Der ist erledigt. Criminal Assistant, 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 Assistant. Scheiße. Ich bin so ein Arschloch. Ich hab sogar. Du Hund hast so viele Kills gemacht, weil du sie gemessert hast. Ich hab sie alle gemessert. 24 Kills gemacht. Du Schwein. Warum ist meine Sniper nicht One-Shot?
Ich habe sogar Visitenkarten freigeschaltet mit dem Messer jetzt. Du bist ekelhaft. Du bist einfach nur ekelhaft. Ich hasse dich. So, Beppo. Aber gut, ich kenne mich auf der Favela-Map aus. Du Hund. Komm, ich muss jetzt aufhören. Sonst komme ich morgen nicht auf. Heute. Ich kapier's nicht, Mann, die verrecken einfach nicht. Boah, Babu, mir hören uns, hallo? Jo, ciao. Dann, mach gut, gell. Okay, bis dann, Leute. Ciao. Ciao, ciao, mein Baby. Ciao. Ja, wir schreiben noch, Schatz, ne? Ja. Ja, bis dann, Phil. Ciao, ciao. Ja. Ist es 1 Uhr? Ich hätte eigentlich voll Bock noch weiter zu spielen, aber sonst bin ich morgen tot. Alles gut, sich. Ich werde es dann auch aufhören. Und soll es nicht übertreiben. Herzlich. Dann Phil, wir sehen uns, wir hören uns. Hören uns. Du selber. Überlebt ihm den Morgen und den Nachmittag. Und lass den Controller ganz. Hey, ich geb mein Bestes. Nee, ich spiele nicht die nächste Runde. Okay, die Spielersuche. So. Das Lustige ist, ich kann natürlich. Ich verstehe nicht, ich kann das Spiel eigentlich noch immer nicht spielen. Ich konnte rein, weil ich in Dings, ins Kinds Lobby reinging, konnte ich das Spiel spielen, aber über meine Seite kann ich es nicht spielen. Ja, dann, keine Ahnung, warum, weiß ich nicht. Da steht noch immer bei mir, die Liste ist momentan in deiner Region nicht verfügbar. Keine Ahnung. Voll komisch, aber auch egal. Ich konnte es spielen. Ich bin glücklich. Gestern Abend habe ich auch auf alles auf Neuseeland eingestellt, damit ich zocken konnte. So, dann, Silver. Ciao, Beppo.